Was hätten wir denn hier anzubieten? Die Omega Force untersucht Ruine mit einem Wissenschaftler im Schlepptau. Nennen wir ihn Susan. Töten Sie und rette ihn. Okay. Warum auch immer, kann ich machen. Ja, und die Wissenschaftler und ihre Rollenspiele. Ich meine, ich hoffe jetzt allerdings, dass sie da nicht die Rollenspiele im Bett meinen. Aber das war vielleicht nicht ganz so geil. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da unten hin. Alles klar. Ach, hier wäre noch ein Zweiteingang gewesen. So. Dann schauen wir uns doch mal an, was sie dieses Mal im Angebot haben. So, 5 Stück sehe ich jetzt schon mal. Auf jeden Fall. Ich sehe aber nicht mehr. Oh ja, was soll's. Spielen geht über studieren. Die Geisel, bevor sie erschossen wird. Oder sonst wie getötet. Alter, den habe ich aber jetzt getroffen. Sie sind also zu schlau zum Sterben, Herr Wissenschaftler. Das lässt sich aber ganz schnell ändern. Du stirb mal. Oha. Hi. Ignoriere mich doch nicht. Susan verzweifelt gerettet. So, und was machst du jetzt? Keine Ahnung, was du jetzt machst. Du bringst dich jetzt aber nicht wieder um. Halbautomatik-Upgrade habe ich bekommen. Wo ist denn die blöde Kiste? Ah, da. Ich habe nicht vorgehabt, dich zu töten. Ich habe dich gerade gerettet, Herr Wissenschaftler. Ich untersuche jetzt nur noch die Leichen. Weil wir brauchen ja Credits. Okay, eigentlich brauchen wir sie mittlerweile nicht mehr. Sind wir mal ehrlich, aber trotzdem. Wir haben die Garnison befreit. Wir müssen nach unten. Das bedeutet, als nächstes TV-Gerät. Was natürlich genau in der anderen Richtung liegt. Na toll. Na schön. Warum nicht? Interessant. Ich glaube, da haben wir schon geplündert. Oh. Und der steht hier einfach so rum. Und noch einer. Was soll der Scheiß hier eigentlich?
Und... okay. Und Karte. Ich bin heute etwas schneller drauf, habe ich das Gefühl. Wir müssen immer noch nach da unten. Okay. Dann halten wir uns nicht mit Kalyles Notizen auf, sondern ich nehme jetzt den Fernseher ein, dann nehme ich den Fernseher ein, den Fernseher ein. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Hoffe ich doch. Ich meine, ui. Erstmal in das Schwein reinlaufen. Laufen wir jetzt eigentlich hinterher? Garantiert. Aber das kann uns ja egal sein. Huch. Ah, was haben wir denn hier gefunden? Und auf der anderen Seite ist auch noch eine. Auch gut. Was mittendrin rumsteht. Der ist tot. Und da die Rennsam wie immer zu zweit auftauchen, müssen wir dann nur noch auf den anderen warten. Ach, hi. Ignoriert mich einfach. Ich bin nur auf der Durchreise. Millionen, um mich zusammenzuflicken, und ich mach so einen Scheiß. Ja, du machst so einen Scheiß, weil ich dich steuere. Gut, und ich hoffe, die beiden sind unten. Nur eines. Unten und liegt hier. Und die andere kann mir im Moment egal sein. Map. Ich bin schnell unterwegs, wie schon gesagt. So, dieses TV-Gerät ist unser nächstes Ziel. Und das bedeutet, wir gehen da hoch. Och, hallo. Alle möglichen Tiere treffen wir heute. Und hier waren wir schon einmal. Da sind wir, glaube ich, mal rausgekommen. Hinten müsste jetzt der Damm sein, ja? Ja, da sind wir auch schon mal rausgekommen. Bei irgendeiner Story-Mission. Ich weiß noch nicht mal bei welcher. Ich glaube, es war Schlag zu. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Community darf mich ja gerne korrigieren. Alter, schwimmen wir mittlerweile schnell. Als hätten wir irgendwelche Turbodüsen irgendwie hinten am Hintern oder so. Wir sind ja voll overpowered. Bisschen umschauen, da gibt es auch nochmal Credits. Was die Zukunftswährung wohl ist? Irgendwelche Cyberdollar oder wie? Ich meine, was hat man denn für Währungen im Jahr 2007? Dann krieg ich den Scheiß. Alles klar. Ich habe mir das nicht ganz verstanden, aber ich habe das Gefühl, wir haben mal eine neue Ansage gekriegt. Wo bin ich? Wo müssen wir nochmal hin? Ich befinde mich hier. Wir müssen dahin. Dann kommt es als nächstes Dr. Kalyles Notiz. Vierfachlauf. Huhu. Haben wir freigeschalten. Und es geht hier heiter weiter. Und da müssen wir dann da runter und da müsste hier irgendwo ein Höhleneingang sein. What the hell just happened? Ich bin da irgendwo runtergesegelt und... ein Zombie. Hat mich... gefunden. Und ich habe den Zombie gefunden. Und die Notiz kann mir jetzt doch etwas egal sein, da ich jetzt nicht ganz genau weiß, wo die sein soll. Und ich nicht da nochmal hochlaufen will. Ich will ja ein bisschen mit der Story vorankommen, also machen wir jetzt einfach das nächste TV-Gerät. What?
What? Ja, so viel dazu. fuck. Wo bin ich gelandet? Da. Da machen wir halt die Runde. Entschuldigung, das war nicht geplant. Ich glaube aber, das glaubt ihr mir, dass es nicht geplant war, oder? So, und wir nähern uns dem nächsten Fernseher. Dann Drache lasse ich es mal rechts liegen. Wir müssen. Mit dem TV-Gerät. Federn finden, ja. Mit dem TV-Gerät interagieren. Das müssen wir wahrscheinlich direkt auf den Drachen zu. Naja, fast. So. Dann halt außenrum, wenn es nicht anders geht. Und Fernseher gefunden. Und eine Kiste auch. Und wir haben schon fast wieder 5000 Credits. Wow. Gut, wir sind etwas schneller unterwegs, wie schon gesagt. Der nächste Fernseher wartet auf uns. Der ist dort hinten. Und hier kläfft irgendwas im Hintergrund. Sehr metallen. Dort müssen wir dann hin. Gleich, aber vorher machen wir noch einen Fernseher. Was ist denn da unten? Da war wohl mal was. Alles klar. Dann machen wir mal weiter. Oh. Der erste Fernseher heute, wo bewacht wird. Und das war ein Dreifach-Kill. Huch. Nanu, wo ist er denn? Der Fernseher, wo soll er denn sein? Bin ich wieder so blind? Ah, erstmal kratzen. Ich glaube, der ist über mir. Der ist gar nicht in der Höhle. Oh. Hallo. Ich ihn eigentlich nur noch messern. Genau. Und jetzt bitte nicht an dem Sniper-Schuss sterben. Oh. Wir kommen heute noch zur Story. Keine Sorge. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und da sind wir gelandet. Na gut, dann machen wir das TV-Gerät. Also, es ist mir relativ wurscht.